Busfahrer werden im Landkreis Oder-Spree dringend gesucht. Die Kreistagsfraktionen der Linken, der SPD, der FDP und der CDU haben jetzt einen gemeinsamen Antrag auf den Weg gebracht, um die Lage der Busfahrer zu verbessern. Einerseits, dass die Führerscheine, die sie brauchen, um einen Bus fahren zu können, nicht mehr privat zahlen müssen, alle 4 Jahre. Genauso in dem Moment, dass die Wendezeiten, wenn sie jetzt am Ende ihrer Linie angekommen sind, 20 Minuten warten müssen auf die nächste Fahrt, dass das Arbeitszeit ist. Und genauso auch die Thematik, dass eine 3.000 Euro Einmalzahlung möglich ist in diesem Jahr noch, obwohl der Tarifvertrag noch gilt ein Jahr, aber dass die Kollegen jetzt schon nochmal Zahlung bekommen, damit sie die hohen Kosten in diesem Jahr, die sie alle, wie wir alle haben, dass die auch geleistet werden können. Und zu guter Schluss, wer einen Bus fährt, dem arbeitet im ÖPNV, im Nahverkehr, dass der ein Deutschland-Ticket bekommt, das ab 1. Mai gelten wird, damit sie dann sozusagen selber auch den ÖPNV kostenfrei nutzen können. Auch die Deutsche Bahn als Mehrheitseigentümer soll signalisiert haben, Angebote für die Busfahrer zu machen. Der Ansorge, der bisherige Geschäftsführer, ist ausgeschieden jetzt. Und jetzt gibt es einen neuen Geschäftsführer. Ich habe mit ihm telefoniert. Er hat mir zugesagt, hier wird es nun Angebote geben und Verbesserungen. Sie werden Ihren Teil leisten. Immer wieder musste in der Vergangenheit der Fahrplan ausgedünnt oder geändert werden, weil es zu wenig Busfahrer gibt und der Krankenstand hoch ist.